Da sind wir wieder, liebe Leute, zu einer neuen Runde Pokémon Ultramond. Und ja, da ist ein Herrscher-Sticker. Muss also doch noch einmal darüber. Und er hat mich nicht gesehen. Will hier weg. Puh, geschafft. So, wir sollen also als nächstes ganz woanders hin. Also ich hoffe, dass ich jetzt hier locker flockig durchkomme. Dem Angler weiche ich aus. Wohl, eigentlich habe ich ja nichts zu verlieren. Komm. Na sowas, die Angel, die du da hast, die stammt doch von Tracy. Oh mein Gott, ich habe eine Angel von Tracy. Angler Lars fordert dich heraus. Ich bin viel zu wenig angeln gegangen, fällt mir gerade mal auf. Aber gut, ich finde Angeln jetzt auch nicht ganz so interessant. Barschwa. Holen wir unser Fuegro raus. Haben noch zwei tote Pokémon, fällt mir gerade auf. Komm mit dem dunklen Lariat. Verdumm. Und tschüss. Barschwa. Wurde besiegt. Ah. Fuegro hat nun Stufe 45 erreicht. Jawoll. Nope, ich möchte mein Pokémon nicht wechseln. Garados. Ein Garados. Angriff sinkt. Nun gut. Du willst das Garados also gegen mich einsetzen? Dann kommt das dunkle Lariat. Das wird dir jetzt zeigen, wo vorne und wo hinten ist, liebes Garados. Eiszahn. Eiszahn wirkt nicht. Ha! Final Attack. Dunkles Lariat. Action. Damit hat sich das Garados erledigt. Und tschüss. Ah, und ich muss schon wieder putzen. Ich muss mein Pokémon schon wieder putzen. Ich mag schon kein Putzen mehr. Puh, ist ja kein Wunder. Mit einer Angel von Tracy hätte ich auch gewinnen können. Stimmt, die Angel war es. Definitiv die Angel. Ich habe den Typen mit der Angel verprügelt. Das war gar nicht hier mein Fuegro. Das war meine Angel. Wie konnte ich nur so dumm sein? Putzi, 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 putzi. Blöder Angler. So. Pokémon mal wieder herstellen. Pokémon-Wiederherstellung gestartet. Soll ich die Pokémon wieder fit machen? Natürlich, sonst wäre ich doch nicht hier. Vielen Dank für deine Geduld. Bitte beehre uns bald wieder. Werde ich machen, wenn meine Pokémon wieder mal kurz vorm Ablippeln sind. So, wir laufen hier lang. Und was kommt jetzt für ein Event? Ah, guck mal. Team Totenkopf. Ja, den Kleinen habt ihr ausnahmsweise ja mal richtig schnell abgefertigt. Das bin ich von euch Lamm-Enton gar nicht gewohnt. Bisher habt ihr euch ja von jedem dahergelaufenen Bike fertig machen lassen. Aber um den da kümmere ich mich trotzdem lieber selbst. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an das, was ich bei unserem letzten Treffen gesagt habe. Wenn du uns weiter im Weg stehst, mache ich das nächste Mal ernst. Sag also nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ha! 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 Fran fordert mich heraus. Tja, kleines rosa Lockenköpfchen. Dann werde ich jetzt mal zeigen, wo der Ziegenbot den Hut nicht hängen hat. Oder der Fuegro seine Gürtelschnalle hat. Ah, komm. Wir kommen mit einem dunklen Lariat ganz normal. Ist dein Flügelschlag weg? Und badum. Gibt's nicht. Der hat das echt überlebt. Ja, Flügelschlag, komm. Beim nächsten mache ich dann Sie-Attacke und dann hat sich das erledigt. Meine Güte. Golbert weg. Danke. Wow.
Raichu, Level 38, gut. Radikal, Level 36, ist in Ordnung. Amphirer ein, nein, ich möchte mein Pokémon behalten. Ernsthaft? Sie-Attacke. Hyper Dark Crusher. Ja gut, vergiftet ein bisschen, ist ja nicht schlimm. Hyper Dark Crusher. Action. Na komm. Voll cool, dieses Wrestling. Kabum. Pokémon. Und was sagst du jetzt, Fran? Und wieder putzi putzi. Ich kann mich selbst nicht mehr ausstehen. Boah, wir haben jedenfalls gut was abgezogen. Aber trotzdem, ich muss wieder putzi putzi machen. Das ist zum Kotzen. Na komm. Ja. Putzi, putzi, putzi. Putzi, putzi, putzi. Putzi, putzi, putzi. Streicheln. Na komm. Dann kriegst du von mir noch ein kleines Häppchen. Mampf. Mampf. Und dann sind wir fertig. Ah, Fran. Was soll ich noch mit dir machen? Yeah. Damn. Mann, du hast es echt drauf. Jetzt verstehe ich, warum die Jungs dich nicht in 0, nichts vom Platz fegen können. Dann will unser Boss wahrscheinlich auch, dass du Team Skull einen Besuch abstattest. Damit du das auch tust, haben wir ein Pokémon aus dem Haus hier mitgehen lassen. Wenn du willst, dass wir es zurückgeben, musst du uns zu uns kommen. Und zwar alleine. Unser Boss kann es kaum erwarten, dich in unserer Basis in Pou willkommen zu heißen. Kämpfe, bei denen so viel auf dem Spiel steht, machen irgendwie keinen Spaß. Oh nein, hoffentlich geht es allen gut. Naja, eins wurde entführt, also wahrscheinlich geht es nicht allen gut. Armes kleines Mangunior. Das werden sie uns büßen, aber ich muss zugeben, das war eine ziemlich clevere Schachzug von diesen Hohlschädeln. Ja, es gibt nur eine Möglichkeit, das Pokémon zu retten. Trouble muss alleine nach Pou gehen, so wie sie es gesagt haben. In Pou findet sich das Hauptquartier von Team Skull. Ah, da fällt mir ein, ich kenne jemanden, der dir vielleicht helfen kann. Suche einfach auf Route 15 nach einem Mann in einem sehr auffälligen Outfit. Er weiß viel über Pokémon, mit denen man sich über Wasser fortbewegen kann. Bitte hilf meinem kleinen Mangunio, ich gebe dir auch das hier dafür. Sonderbonbon. Wow! Diese Rüpel von Team Skull machen mir noch viel mehr Angst als Geister-Pokémon. Ohne mein Pokémon kann ich nicht einschlafen, es fehlt mir so sehr. Oh nein, sie haben Mangunia entführt. Was, wenn ihr in etwas zustößt? Den Gedanken ertrage ich nicht. Troplay, du musst es retten, bitte. I'm on my way. Ich soll zur nächsten Route, zu der kleinen Route? Ernsthaft? Ach, verdammt. Alola. Alola. Astrainer Dominic. To the D, to the O, to the M, to the I, to the N, to the I, to the K. Hä? Sieht aus wie ein Hai mit Raketenantrieb. Kaumalat. Kaumalat. Okay, Kaumalat? Komm. Auf das bisschen Zeit kommt es nicht drauf an. So, und sonst bei euch das Wetter so? Ja, gut. War ein bisschen kalt, ne, würde ich sagen, oder? Also, zu der Zeit, wo ich es hier aufnehme. Anfang Januar. Ist schon ein bisschen kühl. Hyper Dark Crusher. Mach ihn platt, dann hat sich das erledigt. Und tschüss. Schön, wie das Spiel immer leckt. Nein, aber warum ist denn jetzt mein... Knogger ist ein Feuer-Pokémon, ne? Naja. Dann setzen wir Dunkles Areat ein.
Aber ich frage mich jetzt gerade, warum habe ich jetzt gerade so viel Schaden genommen? Naja, egal, Knocker ist fertig. Oh, Fleckmann erreicht Level 37. Alola. Toll. Er kann nicht mehr sagen als Alola. Nein! Wie geil! Leute! Fleckmann entwickelt sich! Ich hätte es nicht gedacht, dass der sich noch entwickelt. Ich habe ehrlich gesagt die Hoffnung schon aufgegeben. Mein Fleckmann entwickelt sich, mein Fleckmann entwickelt sich. Und es wird zum Badabadu. Lamus. Alter, ernsthaft? Das sieht nur aus wie ein Fleckmann auf zwei Beinen mit einer Muschel auf dem Schwanz. Oder mit einer Muschel, die ihn auf den Schwanz beißt. Guck mal, das hat auch Augen, die Muschel. Und das ist noch nicht die finale Entwicklung. Das geht noch weiter. Das Muschas an seiner Route bekommt von dem süßen Geschmack einfach nicht genug und mutiert für den Biss zu einer Spiralform. What? Das sind too much Infos für Omi. Panzerschutz zu erlernen. Was ist ein Panzerschutz? Dum, 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 dum. Was ist denn Panzerschutz? Rückzug in den harten Panzer erhöht den Verteidigungswert. Und dafür ist immer noch eine Psycho, ne? Gut, ich kann mich die ganze Zeit verteidigen, kann meinen Verteidigungswert noch umbringen, aber so wirklich, ne. Komm, lass mal. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas von Verteidigungssachen haltet. Oder, oh, jetzt muss ich erst noch nur putzen. Es ist ja nicht so, dass mir das Putzen so viel Spaß macht. Ich sag euch eins, wenn das im nächsten Pokémon-Teil dran vorkommt, dreh ich durch. Wann wurde denn dieses Putzen eingeführt? Hundertprozentig mit Mond, oder? Also Sonne und Mond. Ich hoffe nicht, dass das schon in XY und was weiß ich nicht, Rubinrot und keine Ahnung. Vielleicht später. Ja, es würde mich echt mal interessieren, wann wurde dieses idiotische Putz dein Pokémon eingeführt? Und wie gesagt, ich bin immer noch das stinke Sommer. Wer hat da meinen. Egal. Das heißt, jetzt haben wir noch ein kleines Pokémon, das ich entwickeln muss. Und ich hoffe, dass es schön wird, das Pokémon. Ich hoffe es wirklich. Ruhe. Auch immer da gerade Geräusche gemacht hat. Ruhe. So, Route 15, Wasserweg. So. Übertrank. Und wetten, jetzt kommt mich gleich ein Pokémon-Angriff. Oh, okay, oder auch nicht. Ein Mann, der komisch angezogen ist. Bist du komisch angezogen? Du bist auf Inselwanderschaft, hä? Was führt dich an diesen verlassenen Ort? Ich verstehe, du hast deine Gründe. Wie dem auch sei, ich bin Astor. Wie wäre es mit einem kleinen Spielchen, wenn du schon mal hier bist? Kannst du erraten, auf welcher Seite die Münze landen wird, die ich werfe? Weder noch. Wow. Und das, obwohl ich geplant hatte, die Münze von einem der am Himmel kreisenden Panzeron stibitzen zu lassen. Du hast gewonnen. Als Belohnung sorge ich nun dafür, dass du per Pokémobilfunk Tohaido herbeirufen kannst. Spring am besten gleich auf und mach dich mit ihm vertraut. Ein Tohaido. Was? Vielleicht hältst du mich für aufdringlich, aber lass mich dir trotzdem einen Tipp geben. Drückst du den B-Knopf, während du auf Tohaido reitest, kannst du mit der Tohaido-Düse mühelos Felsen zertrümmern, die den Weg versperren. Wenn ich noch etwas anmerken dürfte, am Ende von Route 16 liegt die Stadt Pooh. Dort treibt gerade Team Sky sein Unwesen.
Solltest du also dorthin wollen, ist äußerste Vorsicht geboten. Sieht aus, als müssen wir uns auf Toaido bewegen. Ja, ach. Wieso Toaido? Was ist Toaido? Wow, ich kann Steine kaputt machen. Wow. Yeah. Nice, man. Warum macht man das? Hier Steine im Weg, hä? Ups. Zu viel des Guten. Ein Finion. Ich hab noch gar kein Wasser-Pokémon, ne? 33 ist auch keine schlechte Stufe. Aber. Wir machen es schnell platt mit dunklem Lariat. Lass mich raten. Oh, ich muss mal nicht putzen. Ich muss mal nicht mein Pokémon putzen. Ich bin begeistert. Ich würde sagen, weil ich nicht putzen musste, beende ich die Folge. Sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Torwart rein. Tschüss.